Hallihallo und willkommen zurück zu Anno 1503. Wir befinden uns gerade schon in der zweiten Mission, also immer noch in der ersten Insel, zweite Mission, und sollen jetzt irgend so ein Mädel finden. Da würde ich mal sagen, nochmal kurz abchecken, wie sieht's Dorf aus? Gefällt mir. Kann direkt losgehen. Oh, warte mal, wir können genau. In der letzten Folge haben wir hier das ja alles mal ein bisschen angehalten, um schneller an Holz zu kommen. Was ist hier denn passiert? Ach stimmt, das hat ja... ja, da war so ein bisschen Feuer, ne, das letzte Mal. Warte mal, wir halten mal kurz an, dass sie weiter verbrauchen, ja. Und dass wir erstmal ein bisschen Holz sammeln. So, ansonsten können wir gerade... Ach, wo ist denn meine Froschi schon wieder? Ja, mein Schiff. So, komm mal her. Und wir sollten irgendwie jetzt die Inseln abchecken. Das ist ein bisschen merkwürdig, weil wir sind ja schon so ein bisschen rumgegammelt, ja. Aber vielleicht habe ich noch irgend hier oben eine. Guck mal, die haben wir noch nicht entdeckt. Okay, lass mal gucken. Warum habe ich die noch nicht entdeckt? Da war ich doch schon, oder? Ha, okay, egal. Und in der Zwischenzeit gucken wir mal wieder hier nach. Leider konnte mir keiner da irgendeinen Hotfix wegen diesen ganzen Geprappel dann nennen. Also habe ich einfach mal die Sounds noch ein bisschen weiter runter geregelt. So, hier noch ein Häuschen. Hallo? Ah, da ist es schon. Hier noch ein Häuschen. Ja, dieser dämliche Brand. Ich hoffe wirklich, dass wir relativ zügig jetzt eine Feuerwehr kriegen. Das ist... Ja, dieses Feuer ist ein bisschen nervig, ne? Ach, Feuer ist nicht schön. Ja, Sachen gibt's, die gibt's gar nicht, ne? So, pass mal auf. Ziehen wir hier einmal durch. Hier einmal durch. Wir haben gerade so viele Ziegel, ganz ehrlich. Dann entweder verkaufen oder unsere eigenen Straßen. Aber verkaufen. Ne, ich glaube, es gerade ist so rum besser. So, wie sieht's denn mit Nahrung und Co. eigentlich aus? Genau, komm mal her. Ach, guck mal, wir verkaufen hier sogar Zügel. Nur, dann passt's so. Okay, Werkzeug erholt sich auch wieder. Ach du, ich habe keine Nahrung. Ups. Ja, unangenehm. Ein Brand wütet in eurer Stadt. Yay. Ach, oh, Gott sei Dank nur so ein Siedlerding. Ja, dann bitte nochmal einschläfern, dass die... Ist es noch? Ja. Gut, so. Und dann brauchen wir... Boah, aber jetzt wirklich so Rinderkram habe ich halt... Sehe ich mich halt gerade gar nicht. Wisst ihr was? Wir bauen jetzt einfach noch ein paar Fische. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, aber ich mache das jetzt einfach. So. Machen wir mal hier noch einen hin. Hätte ich jetzt das Holz, könnte ich ihn bauen, ne? Ja, machen wir ein bisschen schneller. So, wie sieht's mit meiner Froschi aus? Ist die mal angekommen? Ja, guck mal, da oben rechts in der Ecke. Okay. Links, nicht rechts. So, ich hoffe, das geht klar noch vom Fisch. Und unsere Nahrung erholt sich bald. Ach, guck mal, sie ist gleich da. So, Froschi, bitte. Ja, Captain? Aber ich erkunde hier halt auch gar nichts. Ahoi. Gibt's hier keine Fruchtbarkeit auf der Insel? Okay, schippe einfach mal drumrum. So, kann ich eigentlich irgendwo meinen Auftrag nochmal sehen? Weil... Ach ja, hier, guck mal. Ah, findet Katharina von Breitenstein und bringe sie zurück in die Stadt mit einem Schiff etwas Proviant. Bla bla bla. Hier, in den letzten Tagen haben viele fremde Schiffe in eurem Hafen festgemacht. Eines davon trägt das Banner des Herzogs. Der von Breitenstein gesandte Diplomat bittet im Namen seines Herrn um Hilfe. Katharina von Breitenstein, die Nichte des Herzogs, ist auf der Reise zu einem Ureinwohnerstamm verschollen. Unverzüglich macht ihr euch auf die Suche nach der Adligen, nachdem der Diplomat euch die ungefähren Daten des Aufenthaltsorts genannt hat. Hast du? Warte mal. Vielleicht, geh mal zu, vielleicht, wir haben ja doch schon so ein Dorf gefunden hier unten. Ich fahr da jetzt einfach nochmal hin. Ist es hier irgendwo? Ahoi, ihr Wasserratten. Ja, ahoi. Ja, und wie jemand von euch in den Kommentaren so schön gesagt hat, nee, die Eingeborenen haben keine Schafe, die haben Ziegen. Das Volk achtet eure Herrschaft. Natürlich achtet das Volk meine Herrschaft. Wer denkt denn da was anderes? So, also mein Lieber, hast gehört, ich hab Ziegen gesagt. Bist du stolz? Gut, schön. So, erstmal wieder überall Häuser hin. Ja, so. Wie sieht's nahrungstechnisch aus? Erholt sich das? Wieso bin ich denn jetzt wieder so tief im Minus? Hä? Wieso? Okay. Nee, Nahrung erholt sich gar nicht. Uff, futtern die so viel in 1503?
Meine Leute haben richtig Kohldampf, merkt ihr, ne? Ich hätte halt gedacht, dass wir uns ewig und 3 Jahre mit Fischerhütten versorgen können. Hm. So überhaupt nicht, ne? Na gut, dann werde ich wohl nicht drum rumkommen und jetzt doch eine Schlachterei. Ach, ich will irgendwie keine Schlachterei bauen. Oh nee. Oh Gott, oh im Himmelswillen. Ich habe jetzt sowas von Schiss, dass die Kühe genauso laut sind wie die Schafe. Oh nö. Wenn das der Fall ist, Leute, ich deinstalliere das Spiel. So, lass mal gucken. Eins. Ich baue jetzt erstmal nur eins. Wo ist da ist? So, plupp. Dip. So. Lass mich raten, es ist wieder so rum, dass ich nicht... Doch, Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank. Ja, ich dachte, ich habe schon wieder Mist gebaut. Also, alles wie gehabt, ne? So, ich glaube, hier würde später noch eine hinpassen. Warte mal, wir machen mal langsamer. Ja, guck mal, so hier. Ja, das machen wir auch direkt so. So. Vor allem das Problem ist halt, ich habe keine Kohle und baue schon wieder, ne? Das ist halt... Das ist unangenehm, ne? Uff. Rotz, wo ist hier der Ausgang? Okay, guck mal hier, ja. Machen wir es so. Mö. Oh Gott, es ist halt wirklich genauso laut. Ah, Gott sei Dank regel ich das für euch mittlerweile komplett runter. Ihr müsstet das bei mir hören, das ist übel. Aber hey, ich für euch leide ich doch gerne. Wann muss denn? Da. Die hat eine ganz schöne Range, ne? Mö. So. So. Ach, geh mal weg. Ja, wir könnten theoretisch eine Straße rundherum ziehen. Da verlieren wir ein ganz kleines bisschen Wiese. Aber das muss schon... Ja, das muss so sein. Ganz ehrlich, sonst fehlt da was. Unangenehm. Was? Habe ich kein Ziegel mehr? Ach, na lol. Gerade eben noch Haufen... Habe ich bestimmt verkauft, hoffentlich. Nee, minus 78. Leute, wir brauchen Geld. Und davon viel. Wieso bricht hier alles zusammen? Aber keine Nahrung da war bestimmt, ne? Ja, das wird sich ja gleich ändern. So, Salz können wir noch in Verkauf schicken. Wo ist es denn? Ach, hier. Ja, also Essen haben sie nichts, aber Salz haben sie. Aber wieso arbeiten die denn nicht? Also wenn das jetzt nicht reicht, das wäre schon krass, ne? So, wie sieht's aus, meine Froschi? Bist du hier jetzt mal angekommen? Ja. Warum ist hier was Grünes? Halt, hier ist irgendwo was Grünes. Ach, guck mal. Hier. Ach. Was sagt das doch jemand? Hey, Katharina, hübsches Mädel. Ich komm, ne? Der Froschi ist auf dem Weg. So, pass mal auf. Okay. Und bevor Katharina kommt, müssen wir das Hungerproblem in den Griff kriegen. Ja, das wirft ja echt ein schlechtes Licht, ne? Niemand holt hier ab. Ach, na lol. Warte mal. Hier ist eh Fini. Oh, das ist so ungern. Ach, egal, komm. Ah, ja moin. So. Das Interessante ist, ich habe die noch alle auf Nahrung und Dings stehen. Okay, hier verbiete ich mal die Nahrungsproduktion, bitte. Hier bitte auch. Na, obwohl... lassen wir gerade mal noch. Was ist hier los? Ich glaube, der holt es nicht ab. Warte mal. Ich habe 4 Ziegel. Wie viel brauche ich denn für das nächste Markthaus? Wisst ihr, für die Aufstufung? Gar keine. Aber jetzt... Oh, 12 Holz. Uff. Warte mal, dann schläfern wir das kurz ein nochmal, dass sie sich hochtecken dürfen. Wir haben ja noch 4000. So, da ist mein Dings da. Lup. Ja, ich hoffe... Ah, okay, ja, okay. Es kommen jetzt wirklich mehrere Marktkarren. Okay, alles klar. Das heißt, bei Hauptpunkten halt immer nochmal eins drauf. So, Mädel, wie kriege ich dich jetzt aufs Schiff? Ach, einfach nur Rechtsklick. Och, nicht schon wieder. Ja. Oh, Gott. Hilfe. Überall immer Feuer. Das ist langsam schon unangenehm. So, jetzt taggt euch hoch. Gönnt euch, Leute. Also Nahrung sollte ja jetzt hinhauen. Also sollte sich ja jetzt eigentlich wieder erholen. Ganz ehrlich.
Wenn nicht, dann... Ah, guck mal. Sehr schön. Okay. Also nahrungstechnisch muss man, glaube ich, in 1503 halt anders einfach denken, oder? Ja, was heißt anders denken? Es ist alles lange her. Ich freue mich, by the way, richtig mit euch drauf. Nach mehrtägiger Suche habt ihr die etwas mitgenommene Gestrandete schließlich gefunden. Die Nichte von Breitensteins nimmt euer Herz in dem Augenblick gefangen, in dem sich euer beider Blicke treffen. Als Dank für ihre Rettung schenkt das schöne Mädchen euch ein seltsames und doch vertraut aussehendes Schmuckstück. Ihr staunt nicht schlecht, als ihr erkennt, dass die Verzierungen dieselben sind, die auf euer Amulett eingraviert wurden. Einer Ahnung nachgehend versucht ihr, die beiden Teile zu verbinden, was auch mühelos funktioniert. Auch Katharina ist überrascht, drängt aber schließlich darauf, zu dem eingeborenen Stamm zu fahren, der das eigentliche Ziel ihrer Reise war. Als das Schiff die Insel erreicht, trefft ihr auf die fremden, aber freundlich gesonnenen Eingeborenen. Sie sind an Salz interessiert, das sie zur Konservierung ihrer Nahrungsmittelvorräte dringend benötigen. Ja, das geringste Problem. Okay, wir haben ein hübsches neues Mädel. Herzlichen Glückwunsch, Mensch, Bea, freut mich. Ja, also, bist du ein liebes Mädel? Ich bin hoffentlich ein lieber Kerl. Weiß ich noch nicht. Werden wir sehen. Und Salz haben wir ja tonnenweise. Easy. Wie viel? 20, ne? 10? 20? Ach, guck mal. Aber Mongolen auf einer Insel? Okay. Die Mongolen, die leben jetzt nicht mehr auf der Steppe. Auf? In? Etwas? Ach, ihr wisst, was ich meine. So. Okay. Warte mal. Vielleicht ist auch genau das Problem hier, dass... Nee. Ja, ich habe jetzt kurz gehofft, ja, dass es hier das genau dasselbe Problem ist, halt hier mit Nahrung und so. Also, dass einfach nicht genügend Karren kommen, um alles ordentlich abzuholen. Aber warte mal, hier verbieten wir tatsächlich den Nahrungsanbau, bitte. Okay. Sieht aus, als stimmt das auch. Alk stimmt überhaupt nicht mehr. Aber das ist klar, der war schon immer sehr knapp. Ich würde jetzt direkt nochmal ein Aluhol-Ding bauen. Was brauche ich denn? 2 und 4 Holz. Ja, Holz ist immer knapp. Wisst ihr was? Wir verbieten erstmal wieder den Verbrauch. Ja? Und dann unbedingt 1, 2 neue Alk-Dinger hin. Und ich denke, dann verdienen wir auch ein bisschen mehr Geld. So, warte mal. Wo kann ich denn jetzt mit euch handeln, Jungs? Also, es muss irgendwo hier der Stamm sein. Ah, warte mal. Okay, ich schippe jetzt einmal drumherum. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir dafür den Scout brauchen. Warte mal. Den lassen wir schon mal hierher kommen. Weil, guck mal, der kann auch Sachen mitnehmen. Und bestimmt sind die Mongolen irgendwo in der Mitte der Insel oder sowas. Okay, alles klar. Cool. Oh, cool. Coole Sache. Aber wieso stürzt denn das hier hinten immer ein? Nee, doch nicht, oder? Die kommen dort nicht an die Nahrung ran. Ach, na lol. Okay. Ja gut, dann lassen wir das hier mal frei einfach, ne? Ach, na. Ja, wer braucht schon Nahrung? Also, weiß ich nicht. Sollen sie sich nicht so haben, oder? So, gib mir mal hier in die Straße durch. Ach, ne, geht auch nicht. Okay, kostet das was? Ja, Schönheit ist nächstes Werk. Und jetzt hör auf, hier die ganze Zeit wieder doppelt zu brabbeln, Mädels. Sonst werde ich sauer. Hart an den Wind. Ja, hart an den Wind. Okay. Ja, gefällt mir soweit alles. Ah, es läuft. Für mich als Anno-Neuling kann man schon sagen, oder Rückkehrer, ist es irgendwie gerade so ein richtig befriedigendes Gefühl, dass sich langsam so alles so ein bisschen entwickelt. Wisst ihr das? So richtig schön. So richtig toll. Okay, hier hinten, was ist hier los? Ah, und auch nirgendwo jetzt mehr so Symbole, ne? Das ist alles nicht funktioniert. Das ist toll. Ich würde jetzt sagen, wir machen jetzt mal hier erstmal weiter. Blub. Blub. Ah, schade. Aber nicht mehr viel. Ich würde schätzen, noch etwa 15 Ziegel oder so, dann haben wir es. Geldtechnisch, wie sieht's aus? Minus 38. Also es wird langsam... Ah, es geht langsam hoch. So, jetzt erlauben wir mal... Warte mal, ich wollte doch irgendwas... Ach Mist, ich wollte Alkohol. Ja, da war was. Bitte wieder verbieten. Schade. Ach, Manu, das war dumm. Egal. So, wo bist du? Du bist hier? Tachchen. Flottenkommandant am Deck. Nee, hier nicht. Ich habe jetzt kurz vermutet, vielleicht hier. Ich versuche jetzt gerade rauszulesen, wo die sein könnten. Hier vielleicht?
Ne, dann hätte ich sie gesehen, denke ich. Setzt euren Kurs! Hier? Der Baum sieht anders aus. Ne, der ist ja auch einer. Setzt Vollzeug! Naja, setzt Vollzeug. Oder war das hier oben die Insel? Also, das hat ja theoretisch mehr Platz, ne? Ja, Captain, mein Captain. Mein Captain Bennett, den kennt ihr bestimmt auch. Richtig lieber Kerl. Hm. Lass mal gucken. Hä? Ja, das ist doch alles jetzt Mist gerade. Hä? Okay. Pass mal auf. Du kommst. Ja, das hoffe ich, dass sie sich wohlfühlen, sonst wären sie erschossen. Warte mal. Ja, das haben die nicht gehört. Alles gut. Weil wir kriegen endlich eine Feuer... Ach du Scheiße, nö. Och nö. Dann kriegen endlich eine Feuerwehr. Lass mich raten, da müsste ich erst ordentlich hochtecken. Naja, so, verbieten wir mal Futter. Bauen, ich glaube, mittig, oder? Ah, das ist jetzt schwierig zu deuten, tatsächlich. Wo kommt das hin? Ich würde sagen, mittig. Ja, komm, wir probieren mal mittig. So, blub, blub. So, und noch einmal Aluhol. Alle guten Dinge sind 700.000. Und Alk, ganz ehrlich, kann man da nie genug haben, oder? Ihr versoffenen etwas. Naja. Stopp. Ach, oh, Gott sei Dank. Okay, der an. Okay, hier kommt man raus. Das heißt, das ist ausnahmsweise mal nicht mittig. Ups. Blub. Und blub. Und verbieten. Ja. Ach, doch, schon viel besser. Okay, cool. Bist du schon wieder zu Hause, Fischi? Der Fischi ist schon wieder, das ist hammergeil. So, ja, du kommst jetzt mal an Bord. Und auf nach Lappland. Warte mal, nicht Lappland, sondern hierher. Ja, schön. So, und in der Zwischenzeit geht's hier hoffentlich jetzt endlich mal weiter. Wie sieht's mit einer Alk aus? Der wird gut produziert, hoffe ich. Die. 0 Tonnen, ja, wird gut produziert. Ich sollte dem vielleicht ein bisschen Zeit lassen, oder? Ach, Quatsch. Ich habe kein Geld. Und was macht der Cedric? Aufbau Anno. Ich wollte Aufbau Ost sagen, aber das passt ja nicht. Also Aufbau Anno. So. Hierhin. Blub. Ja, sehr schön. 1, 2, 3, 4, 5. Also das sollte reichen für die paar Hänseln. Wenn nicht, dann werden sie erschossen. Fertig. Oh Gott. Leute, klickt ganz schnell hoch. Ganz, ganz hoch. Schnell. Go. Ich brauche Geld. Na, bringt mir eigentlich schon was? Warte mal. Wir haben ja hier schon was Neues. Guck mal, Tabak und Gewürzstand. Nee, ich habe ja keinen Tabak. Okay, schade. Ja, dann gönnt euch mal. Dann... gab es hier nicht irgendwie mal so Steuern? Ach, stimmt, es gibt ja keine Steuern. Ach, es gibt ja in dem Teil gar keine Steuern. Ich drops. Ist ja alles nur über den Verkauf. Ja, dann produziert endlich mal Alk, Leute. So, einmal zurück. Und jetzt so, ich würde mal den ausladen. Jetzt, wie geht das? Ah, okay, cool. Ja, dann alles ran. Ach, du nervst mit deinen Bränden langsam. Leute, wann kriege ich eine Feuerwehr? Oh. Oh, ja. Komm, schnell wieder hin. Blub. Okay, das sieht schon wieder besser aus hier, ne? Ja. Aber Nahrung sieht wieder knapp aus. Ah, das ist wahrscheinlich auch so ein bisschen so ein Delay, bevor die es halt abholen, ne? Ja, macht ja Sinn. So, Nahrung. Oh, gut. Nahrung läuft endlich. Immer... Was? Dann brauchen wir halt noch eins. Oder vielleicht brauchen die einfach auch so lange. Stopp. Wait, warte mal. 1, 0, 0, 1, 1. Überall eins drin. Okay, das behalte ich mal noch ein bisschen im Auge. Da will ich jetzt nicht noch eins bauen. So, mein lieber Scout. Mein lieber Scout, wo bist du denn? Apropos mein lieber Scout, weißt du was? Ich weiß, wie ich dich nenne, wenn ich dich umbenennen kann. Wo ist er denn? Hallo, Jung? Mi Jung, wo bist du denn? Ach da. Was kann ich für euch tun? Cool, du bist echt weit gekommen. Kann ich dich umbenennen? Bekanntschaft mit den Mongolen gemacht. Oh, da sind sie! Oh, wie schön. Für so ein altes Game. Echt hübsch. Wir ja, geh mal dahin. Auf den Weg, Herr. Ja, mach das. Dreh dich mal. Oh, ja schön. Ich denke mal, das wird's Haupthaus sein. Ja, dann gehen wir zum Haupthaus. Wir machen uns auf den Weg. Ja, ein bisschen schneller. Hui. Boing. Hier, ich...
Nee, ist nicht. Ja, mein König. Wo muss ich denn hin? Leute, ich habe euer Salz dabei. Zu Befehl. Nee. Leute, ich habe euer Salz. Ah, hier. Was? Das sind die Einkaufszelte? Ist ja dieses Riesending. Nee, 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 nee. Sondern hier, dieses Zelt. Ja, kennt man, kennt man. Ja, hier, pass mal auf. Da. Fuffi. Und noch ein Fuffi. Als ihr zu von Breitenstein zurückkehrt, um von eurem Abenteuer zu berichten, berät sich der Adlige zusammen mit seinen führenden Strategen und Generälen. Mit einer kurzen Handbewegung winkt er euch heran. Er deutet auf eine Karte der hiesigen Gefilde, genauer auf eine Insel, die in den westlichen Bezirken zu liegen scheint. Er erklärt euch, dass dieses Eiland eine strategisch wichtige Versorgungsinsel des Reiches ist. In letzter Zeit wird es immer wieder gezielt angegriffen. Aus diesem Grund hat der Herzog beschlossen, die Präsenz im Distrikt Barbarossas Thron zu erhöhen. Ihr fragt, welchen Teil ihr beitragen könnt. Von Breitenstein lächelt und klopft auf eure Schultern. Er bittet euch, die Verladung der Güter und Soldaten zu übernehmen und das Schiff sicher zum Außenposten zu bringen. Werdet ihr das tun? Ja, was für eine Frage. Natürlich werde ich das tun. Also, okay, Mission 1, Aufgabe 4. Aber das klingt halt super teuer. Also, Hilfe. Ich meine, ich bin fast pleite, das kann ich nicht. Okay, dann würde ich sagen, wir müssen vorher definitiv noch eine Insel hier uns erstmal gönnen. Und da brauchen wir irgendwas. Was schluckt ihr denn schon so? Also entweder Gewürze oder Tabak oder im Idealfall beides. Aber geht das auf einer Insel? Naja. Wir hatten auf jeden Fall solche Inseln schon angeguckt. Guck mal, hier gibt's Alk und Wein. Und ach nee, Quatsch. Alk und Wein. Wow, wunderbar. Wein und was ist es? Gewürze? Okay. Warte mal, dreh mich mal bitte so, dass ich dich besser sehen kann. Ja genau, die Ansicht ist besser. So, was ist näher? Darum geht's mir. Dann nehme ich das, was näher ist. Oh Gott, ist die Insel klein. Ja, hier gibt's Tabak. Ah, die ist aber deutlich näher, ne? Und was ich denke, hier wird es auch Tabak geben, wenn ich mir das so angucke. Warte mal. Ja, okay, das sind beides Tabakinseln. Warte mal, wir machen das ganz einfach. Bist du schon an Bord? Nee. Rein mit dir? Sehr schön. So, meine liebe Froschi, du schipperst mal hier zu der Insel. Du guckst dir die mal an. Jetzt wäre es eigentlich noch... Genau, hier waren Gewürze. Ich denke mal, hier Sand ist wahrscheinlich unfruchtbar. Oh, das sei eigentlich ideal. Nee, ist es nicht. Ach Gott, das ist deutlich weiter entfernt, als ich dachte. Oh, okay, die ist ziemlich weit weg, aber guck mal, die hat Haufen frisches Land. Also, fruchtbares Land, würde ich sagen. Und hier könnte man Tabak machen. Wisst ihr, hier einmal ein Kontor und hier einmal ein Kontor. Und dann kann man ein Schiff hier auf die Reise schicken. Eine automatische Route. Erst da und dann zurück. Okay, ja, wir müssen ja Geld sparen, dann machen wir das mal. Okay, das heißt, jetzt, wie immer irgendwie bei mir in letzter Zeit, egal in welchem Spiel, es geht um Geld. Wieso geht's immer um Geld? Minus 50, oh Mensch, geil. Ich bin jetzt echt am Überlegen, ob wir nicht einfach hier oben noch, hier oben einfach noch ein bisschen Dings hinsetzen. Weil wir brauchen halt echt dringend Geld und ich glaube, an Nahrung kommen wir mittlerweile ganz gut. Das läuft relativ gut. Das Einzige, was uns fehlen könnte, ist halt Leder und Klamotten vielleicht. No. Um halt jetzt relativ zügig an Geld zu kommen. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Plan haltet. Ich setze ihn jetzt erstmal so ein bisschen um. No. Aber ihr könnt gerne in die Kommentare hauen, wie ihr den Plan findet. Ob das noch Sinn macht. Jetzt oder nicht. Ich habe keine Ahnung, was jetzt noch kommt. Wisst ihr was? Ich mache das einfach. Ganz rotzfrech. Ganz rotzfrech. Ich mach das jetzt. Und das bleibt auch so Bauernding. Es wird jetzt nichts Großes mehr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja. Rüber. Müsste genau passen. Gehe ich von aus. Dann einmal. Ach, komm schon. Dann einmal hier hoch. Einmal hier. Hier. Und wisst ihr dann hier irgendwo, oder vielleicht wirklich, warte mal, wenn ich hier die Nahrung dann hinhaue, kann ich sehen, was du für einen Radius hast. Da würde er die Nahrung halt wieder nicht erreichen. Ach, ich krieg doch die Kotzerei.
Ja, oder einfach die Nahrungsstände hier oben hin. Hier passt dann eh nichts mehr weiterhin. Ist ja hier ein Nahrungsstand, hier ein Klamottenschrank. Ja, das passt. Schrank? Ja, der Klamottenschrank. Für meine Siedler, wer kennt's nicht. So, du bist zu Hause angekommen. Dankeschön. Perfekt. Fischi, mach mal Platz. Der Schiff will auch ran. Entschuldigung. Ja, fahren Sie weiter. So, das heißt, okay. Wir müssen jetzt sehen, dass wir jetzt schnell an Holz kommen wieder. Das übliche Problem. Und dann, genau, und dann machen wir hier einmal Futter. Genau. Okay. Oh, ich freue mich schon, irgendwann mal mit euch so eine richtig geile Siedlung zu bauen. Darauf habe ich jetzt mittlerweile richtig Bock bekommen. Ich hatte so ein bisschen Angst, ne, dass ich nur ganz kurz Bock auf Anno haben sollte. Aber Leute, ich habe richtig Lust. 1, 2, 3, 4. Mich hat das Anno-Fieber so ein bisschen wieder, bin ich ehrlich. So, einmal Klamotten hier. So, und jetzt, ich hoffe nur, dass Nahrung und alles soweit reicht. Alk könnte ein Problem sein, wobei, nee, eigentlich nicht, weil die kriegen ja hier oben nichts. Hi, okay. Wie ist das in der Kneipe? Kaufen die den Alk? Ja, tun sie. Aber Alk habe ich ja eh immer zu wenig. Die Einwohner sind zufrieden. Das ist nicht mehr glücklich, ne? Wo war der Alk? Ey, es kommt halt nicht genug Alk rein. Egal, was ich mache, ne? Hallo? Ich habe mittlerweile 3, 4, 5. Warte mal, alle guten Dinge sind 6. Ihr wisst schon, weil... Ja, pst, aus. Ach Mist, ja, das wird hier viel zu... ja, klar. Habe ich noch irgendwo ein schönes... Ja, hier oben eigentlich noch. Oh, Hopfen. Oh, aber, okay, das produziert safe deutlich mehr. Gehe ich mal von aus. Was braucht Hopfen? Wieso steht denn das nicht dabei? Oh. Ja, dann würde ich nachher die zwei hier wegnehmen und dann Hopfen produzieren. Aber erstmal gucken, dass wir... Okay, Leute, jetzt will ich in den Kommentaren ganz dicke Hypes lesen. Wir sind raus aus den Schulden. Peter Zwegert ist weitergegangen. Ja, der ist raus, der Junge. Er klopft nicht mehr an die Tür an. Ich bin glücklich. 1, 2, 3, 4. So, sobald jetzt alles wieder stimmt. Ja, sieht alles gut aus. Wie ist Nahrung? Nahrung top, das top, das top, das top. Das passt alles. Okay, pass auf. Dann würde ich erstmal die zwei wegnehmen. Wieder. Und zwar dich und dich. Und das macht man auch mal alles weg. Blub. So, einmal bitte deutlich langsamer. So. So. Braucht ganz schön Platz, ne? Aber was ist denn die Taste, um die Häuser zu drehen? Schreibt das mal hier in die Kommentare-Dings rein, ja? Was ist die Taste, um Häuser zu drehen? Danke. So, hier. Ja, das müsste noch gerade so drin sein, ne? Immer schön in der Mitte den Weg, denke ich mal. Ja, sollte in der Mitte sein. Okay, rüber. Rüber. Obwohl, könnte schwierig werden. Reicht das noch? Boah, aber fast ganz genau, du. Okay, dann. Oh, da kriegt man Bock auf so Bierchen, ne? So frisches Bierchen. Okay, einmal eine Brauerei. Da gibt's gutes Kölsch. Gut und Kölsch, ihr versteht. Ja, okay, jetzt habe ich es mir mit der Hälfte der Community schon versaut, aber das ist halt so. Ich trinke sowieso, wenn Bier, dann am liebsten entweder in na? Schön. Fällt mir gerade nicht ein, also auch nicht schlimm. Nee, am liebsten in Kellerbier, wisst ihr? Und dann auch mal in Guinness, ist auch okay. So, wie sieht's aus? Ich bin jetzt gespannt, wie viel beim Bier, na, wie viel der da machen kann. Also, die Folge hat es heute in sich, oder? Bier, Geld und Frauen. Ja. Und in dem Sinne, gehabt euch wohl, ihr Lieben, habt einen schönen Tag, passt auf euch auf, ja. Und macht's einfach gut. Ciao, ciao.